Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich habe so eine wichtige Botschaft für euch und ich muss das jetzt einfach euch unbedingt gleich erzählen. Es geht um den Übergang von 2020 nach 2021 beziehungsweise 2025. Total wichtig zu wissen für uns Lichtarbeiter und auch total wichtig zu wissen für alle anderen Menschen, für vielleicht die Menschen, die ihr kennt, die auf der Suche sind, und dadurch ja öffnet sich eigentlich ein Aha, ein Erkennen. Und ich habe diesen Hintergrund gewählt, guckt mal, weil da so die Linien und Wellen der Zeit sichtbar sind, als Unterstützung für das, was ich euch jetzt gleich erzählen werde. Und ich bin so aufgeregt, dass ich gar nicht genau weiß, wie ich anfangen soll, mit welchen Worten ich jetzt tatsächlich beginne. Aber was ich euch auch noch sagen möchte, ist, dass wenn ihr euch interessiert für Bewusstseinserweiterung, für neue Botschaften aus der geistigen Welt, für Hilfestellung und Information, dann solltet ihr unbedingt meinen Kanal abonnieren und auch die Glocke betätigen, die Glocke aktivieren, denn über die Glocke informiert euch YouTube sofort, wenn ein neues Video herauskommt, so eins wie dieses. Und dann seid ihr ganz sicher, dass ihr nichts mehr verpassen werdet und immer up to date seid. Ja. Oh, jetzt muss ich mich erstmal konzentrieren und wieder sammeln. Also, ich habe mit der geistigen Welt kommuniziert, das tue ich ja sehr oft. Und da kommen auch immer Impulse und Durchsagen, was ich als nächstes zu euch sagen soll, damit ihr in der aktuellen Energiewelle mitschwimmen könnt. Jetzt ist ja dieses Jahr 2020 bald zu Ende. Und der Übergang nach 2021 ist nicht mehr weit. Und jetzt kommt es eben drauf an. Im Moment haben wir im Kollektiv sehr viel Angst, ihr wisst es. Angst durch die aktuelle Situation, die auch noch unterstützt wird durch die Medien. Und diese Angst ist noch nicht auf dem höchsten Level. Das bedeutet, die Angst wird erst noch mal weiter ansteigen. Und sobald die Angst wirklich ganz oben ist, an dem einen Punkt, wenn die Angst ganz, ganz hoch an dem einen Punkt angelangt ist, verändert sich die Angst in Wut. Und diese Wut, genau diese Wut, dieses Aufbäumen des Kollektivs, also aller schlafenden, letztendlich aller restlichen schlafenden Menschen, da kommt eine ganz große Wut hervor in dem Entdecken, was alles wir über hunderte von Jahren hinters Licht geführt worden, das passt jetzt so gut, weil die Wahrheit immer mehr herauskommt, die Wahrheit von den Dingen, die eben uns erklärt wurden, dass sie so sind und aber gar nicht so sind. Und diese Wahrheit bringt ein Aufbäumen, eine große Wut hervor. Und diese, stellt euch vor, das Kollektiv erzeugt eine riesengroße Wut. Und über diese Wut wird dann die geistige Welt Tore öffnen. Mit dieser Kraft der Wutenergie werden sich Tore öffnen für jeden Menschen persönlich zu seiner Zeit, oder das kann man jetzt noch nicht so genau sagen, oder auch einmal ein ganz großes Tor. Und dann darf sich der Mensch entscheiden, gehe ich durch dieses Tor oder nicht. Das ist das Tor des Lichtes, das Tor des Erwachens. Und sobald sich dieses Tor zeigt, besteht, oder diese Tore, besteht die Möglichkeit, dass circa 85% aller noch schlafenden Menschen in das Licht gehen, in die,
in das Erwachen gehen, in die Lichttore des Erwachens gehen, durchschreiten und dann eben damit die Erde in die höhere Frequenz der Liebe kommen kann. So ein Bild habe ich bekommen und es ist jetzt von der Zeitvorhersage schwierig zu sagen. Das kommt darauf an, wann dieser Gipfel der Wut erreicht wird. Und es kommt auch darauf an, wie viele Menschen dann das erkennen und durchgehen. Und wenn es ungefähr 85% sind, dann ist es ausreichend. So ist dieses Bild. Und wenn ich die Augen schließe, sehe ich das total genau vor mir. Und ich bin eigentlich guter Hoffnung, denn sobald dieser Sprung aus dem Kollektiv hin, aus dem schlafenden Kollektiv hin in das wache Kollektiv in so einem großen Ausmaß geschieht, dann geschieht das, auf was wir schon die ganze Zeit warten, nämlich der Übergang in die nächsthöhere Stufe der Dimension der Liebe für unsere Erde, für die komplette Erde. Wenn es jetzt so ist, dass ein Mensch dieses Tor sieht, aber dennoch nicht durchgeht, dann ist es nicht verloren, sondern das kommt wieder. Das kommt also immer wieder. Das heißt, es geschieht nicht nur einmal, sondern die Menschen können sich mehrmals entscheiden, durchzugehen oder nicht durchzugehen. Wenn sie also einmal Nein sagen, kommt es, oder immer wenn sie Nein sagen, kommt die Gelegenheit so lange, bis sie sich entscheiden oder bis eben dann dieser Punkt erreicht ist, wo das ganz große Tor aufgeht. Und auch da hat jeder Mensch immer noch selbst die Meinungsfreiheit, die Freiheit des Willens. Und da legt ja die geistliche Welt sehr viel drauf, dass man seinen eigenen Willen behält und dann eben tatsächlich jeder Mensch für sich entscheidet, gehe ich durch. Und wenn es, wie gesagt, 85% sind, wenn dieser Punkt erreicht ist, dann ist so viel Kraft da, dass das Dunkle, die dunkle Seite verschwindet. Und das beginnt jetzt im kommenden Jahr und das kann sich weitere Jahre hinziehen. Das ist also jetzt nicht unbedingt festgelegt, dass es sofort geschieht. Es können 5 Jahre sein, es kann aber auch nur ein halbes Jahr sein. Kommt darauf an, inwieweit die Panik und Angst geschürt wird, dass die Wut entstehen kann, die Wut, die den Weg ins Erwachen frei macht. Und das kann niemand, diesen Zeitpunkt kann im Moment niemand genau bestimmen, aber das ist das für euch zum Verstehen, wie es praktisch sein wird. Also das ist auch jetzt so ein Bild von der geistigen Welt, damit wir das eher uns vorstellen können. Es war ja, ich gehe mal auf 2012 zurück, damals dachten wir ja alle, das wäre das Jahr und mit 2012 würde der Aufstieg beginnen. Das konnte man auch überall lesen aber es ist ja nichts geschehen. Wir hatten wohl darauf gewartet, aber es ist tatsächlich gar nichts geschehen. Und warum ist nichts geschehen? Weil keine Angst und keine Wut da war. Es war nicht diese kritische Energiephase, die wir jetzt total extrem in diesem Jahr erleben. Und von daher sind wir einen riesigen Schritt weitergekommen. Wenn du jetzt aber zurückschaust, sind das 8 Jahre. Das ist eine lange Zeitspanne, wo es erstmal beginnt. Man kann sagen, jetzt sind wir am Beginn der kritischen Energie, welche es möglich macht, dann das Licht runterzuholen. Und das waren 8 Jahre. Und jetzt kommt es halt drauf an, wie viele Menschen sich entscheiden, wie schnell sie sich entscheiden. Jeder ist ja auf seiner persönlichen Entwicklungsstufe irgendwo. Jeder ist da woanders. Wir sind nicht alle auf einer Ebene in der
geistigen, spirituellen Entwicklung. Das ist auch gut und richtig so, weil ja jeder Mensch seinen Seelenweg hat und eben diesen in seiner Geschwindigkeit geht. Und es kommt auch darauf an, wie viele Umwege er schon so gegangen ist. Auch das gehört einfach zu der Entwicklung dazu. Und das ist auch in Ordnung, weil ja jeder individuell ganz anders ist. Und diese Energieeinströmungen durch die Portaltage, die berühren auch jeden Menschen anders, weil eben jeder Mensch woanders auf seiner Entwicklungsstufe, auf diesen Stufen auf der Leiter steht. Und dadurch ist es für einen weniger schwer, für den anderen schwerer. Und das heißt also, so ist es auch mit der Angst und der Wut. Und je nachdem, wo eben du oder diejenigen stehen, die Menschen stehen, wird es schneller oder langsam gehen, wo dann dieser kritische Punkt kommt, in dem massiv das Licht auf der Erde einstrahlen darf. Und diese Tore, die werden sich also öffnen, die werden sich zeigen und dann kommt es darauf an, wie viele Menschen dann sich dafür entscheiden und durchgehen. Und wenn es dann 85 ungefähr, ja, also legt mich bitte nicht fest, ungefähr 85%, also 2/3, vier Fünftel aller Menschen sind, dann ist es gut. Und das müssen wir erreichen, das sollten wir erreichen und wie schnell es eben geht, weiß man nicht. Also es heißt einfach, macht euch jetzt mal gefasst, dass wir noch einiges Schlimmes erleben werden, dass es also gar nicht so einfach weitergeht, einfach weil dieser Punkt der Angst noch nicht, des Höhepunktes der Angst noch nicht erreicht ist. Gut zu wissen. Und was du jetzt persönlich am besten tun kannst, in deinem Herzen bleiben, in deiner Ruhe und in deiner Liebe bleiben. Das ist das A und O. Denn alles, was wir brauchen, ruht in uns. Das hat die geistige Welt schon ständig zu uns gesagt und wir haben das nicht richtig verstanden. Und jetzt in dieser schwierigen Zeit, in der aktuellen Zeit, bekommt diese Aussage von der geistigen Welt noch einmal eine ganz andere Tragweite. Denn wir oder ich persönlich hatte das immer nur auf meine Fähigkeiten bezogen. Alles, was du brauchst, ruht in dir. Du kannst alles machen mit deinen Fähigkeiten. Das ist war nur die halbe Wahrheit. Jetzt verstehe ich das viel besser. Das heißt, jeder von uns hat die Kraft, die Liebe in sich. Alles ist da. Die Wirklichkeit ist schon in uns. Sie möchte jetzt nur noch nach außen getragen werden, indem diese Spitze, die 85%, indem das Negative erst noch mal so weit hochkommt und dann darf sich das ausbreiten. Und die Lichtarbeiter, die also das für sich schon erkannt haben, die gar nicht ängstlich sind, gibt es ja von uns, denke ich mal, sehr viele, die nicht vom Kollektiv beeinflussbar sind, weil sie selbst wissen, ich trage die Liebe in mir, ich trage das Licht, den Frieden und die Kraft in mir. Diese Menschen sind schon durch das Tor gegangen, durch eines oder mehrere dieser Tore gegangen. Und deswegen können die auch sehr gut durch diese Zeit einfach hindurchgehen. Die haben keine Angst, die wissen, dass all das, was jetzt geschieht, einen Sinn hat. Und auch wenn es noch so schwierig und noch so schlimm ist, ist das der Weg, der zu dem Allerschönsten führt, wie Jesus in dem einen Channeling gesagt hat, ich mache es euch mal hier oben rein. Das ist genau der Punkt. Es kommt etwas Wunderschönes und wir gehen halt vorher durch schwierige Zeiten hindurch. Und besinnt euch einfach ja auf das, was ihr im Herzen tragt. Entdeckt das Licht und die Liebe. Und ich möchte jetzt gerne noch ein Channeling für euch machen, damit ihr auch die Energie fühlt und
dieses innere Licht, was wir tragen, dass ich das noch mehr ausdehnen darf, dass das gestärkt wird und vielleicht andere Menschen auch berührt, sich auf den Weg in die Spiritualität zu begeben. Ja, oh, ich bin direkt aufgeregt. Ich gucke gerade mal so hoch, wer schon da ist von den lichten Wesen. Und dann gucke ich mal, ich nehme jetzt gerade wieder mein Ursprungslicht. Das ist im Moment so wichtig, wirklich sich zu seinem Ursprung, zu seiner Herkunft zu bekennen oder diese einfach zu fühlen, weil das gibt Kraft, das gibt ganz viel Kraft. Und das Bild im Hintergrund überträgt auch die Wellen der Liebe und der Kraft jetzt während des Channelings zu euch. Ja, also ich wünsche euch ganz viel, 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 viel Freude mit dem Channeling. Ich frage jetzt mal, nachdem ich die Kugel des Schutzes gerufen habe, wen ich überhaupt channeln darf. Ich rufe die Kugel des Schutzes für uns alle. Und ich rufe die Kugel des Lichtes und der Liebe für uns alle. Und ich bitte um die reinsten, höchsten Botschaften der Liebe und dass diese Botschaften all die Menschen erreichen möge, für die es wichtig ist. Einströmt die Energie der weisen Bruderschaft. Liebe Nirjana, deine Seele hatte uns bereits gerufen, und so kommen wir heute zu dir, um mit dir und mit allen Menschen zu sprechen, welche jetzt in diesem Moment hier anwesend sind. Und so senden wir die Lichtkugeln der Liebe zu jedem Einzelnen. Wir senden die Wellen der Achtsamkeit und die Perlen der Hoffnung und des Vertrauens. Denn alles, was geschieht, geschieht im göttlichen Plan, und wir sind da, um dich zu führen, um euch alle zu führen, so dass ihr gut durch diese Zeit hindurchkommt. Es ist die Zeit des Aufwachens, und diese Zeit ist für manche Menschen sehr schwer, denn es kommt der Zeitpunkt, zu welchem denn es kommt der Zeitpunkt, wo sich jeder Mensch entscheiden darf, welchen Weg er gehen wird. Und solange die Energien noch nicht so heftig sind, dass die Menschen beginnen zu leiden oder wütend zu werden, so lange wird es keine Veränderung geben. Wir möchten dir versichern, dass völlig egal, was auch geschieht, es wichtig ist, dass du in deinem Herzen bleibst und deiner Liebe vertraust. Suche niemals im Außen, sondern nur im Innen. Im Inneren deiner selbst trägst du alles, was du brauchst. Denn sobald du im Außen suchst, findest du
kollektive hinderliche Energien, welche dich schwächen werden. Und so ist der Weg, dein guter Weg, dich mit deiner Liebe, mit deinem Herzen und mit deiner Seele zu verbinden. Wir haben dir heute die Energie der Liebe mitgebracht. Und zwar möchten wir dich gerne jetzt schon durch ein Tor des höheren Bewusstseins der Liebe gehen lassen. Du erhältst die Möglichkeit, dich zu entscheiden, ob du durch dieses Tor gehen möchtest. Dieses Tor befindet sich auf einer großen Treppe und dort befinden sich auf mehreren Stufen verschiedene Tore. Und je nachdem, wo du gerade stehst, wo jeder Einzelne gerade steht, führen wir dich zu deinem nächsten Tor, sodass du selbst entscheiden darfst, durch dieses Tor hindurchzutreten. Und so fließt nun die Energie ein, sie fließt von uns zu dir, sie fließt voller Liebe und Kraft zu dir. Spüre nun diese Energie. Und vielleicht erkennst du mit deinem inneren Auge, wie ein Tor, ein lichtvolles Tor vor dir erscheint. Und nun ist es an dir, hindurchzugehen. Wir halten die Energie für dich, währenddessen du nun entscheidest, was für dich wichtig ist. Sobald du durch dieses Tor gegangen bist, verändert sich die Energie deiner Aura. Sie beginnt zu strahlen. Ein Strahlenkranz der Liebe und des Lichtes umgibt dich und stärkt deine innere Mitte und stärkt deine Seele. Deine Energie wurde erhoben, sie wurde erhöht. Und umso leichter wird es dir fallen, durch die kommende Zeit hindurchzugehen, umso leichter wird es dir fallen, weitere Tore zu erkennen und durch diese Tore hindurchzuschreiten. Eine wichtige Entscheidung für das Wohl, für das allerhöchste Wohl aller Menschen und der Erde. Die weiße Bruderschaft nickt mit dem Kopf, wohlwollend und voller Liebe. So soll es sein, so sollte es sein und so ist es. Wir verabschieden uns mit den Tönen der Liebe, mit den Tönen des Friedens und des Lichtes aus der geistigen Welt. Und wir wissen, dass du würdig bist, den Weg des Lichtes zu gehen.
Ich danke der Weißen Bruderschaft für diese wundervolle Botschaft. Ich danke sehr und ich danke euch allen, dass ihr heute hier wart und ich das weitergeben durfte. Also diese Energieerhöhung ist sehr wichtig für uns. Sie stabilisiert gleichzeitig den Biorhythmus. Sie stabilisiert deine Erdung und überhaupt dein ganzes Wohlbefinden. Die geistige Welt sagt, du kannst diese Botschaft ruhig öfters vollziehen, auch wenn du sie, wenn du meinst, dass es gar nicht so viele Tore gäbe. Das ist wieder mal typisch geistige Welt, die ja so grenzenlos ist. Je höher deine Energie ist, umso leichter wirst du durch diese bewegte Zeit hindurchgehen. Ach, ist das schön. Die Energie ist ja noch da. Ich möchte eigentlich gar nicht rausgehen und ich bitte jetzt die Weiße Bruderschaft, und ihr dürft es auch tun, dass diese Energie der Liebe sich in euren Räumen ausbreitet, dass die also tatsächlich in der ganzen Wohnung, im ganzen Haus jetzt schwingt und sich noch länger für euch hält und für mich auch. So schön, dass diese Energie auch eure Lieben berührt. Egal, ob sie jetzt daran glauben oder nicht, die Energie ist einfach da. Ja, oh, wie schön. Ich habe euch ja so lieb und es ist so schön. Es ist immer so schön, wenn ich zu euch sprechen darf. Und ich danke noch einmal für alles und ich wünsche euch eine ganz wundervolle Zeit. Denkt immer an diese Worte von der geistigen Welt, von der Weißen Bruderschaft. Es kann, wird nichts geschehen, was nicht in Gottes Plan vorgesehen ist. Und ihr tragt alles in euch, was wichtig ist. Ein Küsschen. Ja, dann bis zum nächsten Mal.